Der Artik, am Anfang sah es für mich nach einer klaren Sache aus, aber dann ist es doch sehr, sehr knapp geworden. Ja, ich denke, in der ersten Halbzeit haben wir sehr gut angefangen, haben auch den Gegner sehr gut kontrolliert und unter Druck gesetzt. So sind wir auch zu unserem Tor gekommen, zum 1-0. Ich denke, das war auch sehr verdient. Wir haben nicht aufgegeben, haben weiterhin nachgesetzt in der ersten Halbzeit. Was vielleicht gefehlt hat, war das zweite Tor in der ersten Halbzeit. Die letzten 10 Minuten der ersten Halbzeit war ich dann auch nicht mehr zufrieden. Da haben wir das Spiel nicht mehr so kontrolliert, wie ich mir das vorgestellt habe. Aber sind dann schlussendlich verdient auch in die Halbzeit rübergegangen. Aber die zweite Halbzeit, natürlich kann man nicht zufrieden sein. Es wurde ja auch sehr hitzig, auch am Rande des Spielfelds. Können Sie dazu vielleicht Näheres sagen? Ja, der gegnerische Trainer, wir waren mit der einen oder anderen Situation vom Schiedsrichter, was er gepfiffen hat, nicht einverstanden. Das sind Emotionen, die gehören dazu und die gehören auch, denke ich, auch in so einem hitzigen Spiel auch dazu. Es war kein einfaches Spiel, das war mir von Anfang an auch klar, dass es nicht so wird. Aber ich denke, es war ein dreckiger Sieg heute für uns, aber ein verdienter Sieg. Dreckig, wieso? Ja, weil es nicht leicht ist, auf so einem Platz auch zu spielen. Ist uneben der Platz. Wir können unser Passspiel nicht so aufziehen, wie es eigentlich wir können. Und daher ist ein dreckiges Spiel. Wieso war es denn so hitzig? Steht der VfR unter großem Erfolgsdruck? Ja, wir haben ein Ziel natürlich, ja. Und man hat ja auch heute wiederum gesehen, wie der Gegner gegen uns aufgetreten ist, ja, bis zum letzten Sekunde alles gegeben. Ich habe den Gegner auch gegen Weinheim gesehen, da war nicht so ein Auftritt an diesem Tag da. Und gegen uns ist jeder halt mehr motiviert auch. Und wir wollen aber nichtsdestotrotz unser Spiel durchziehen. Ja, heute war es ein Stück weit ein bisschen schwer, aber wir haben gewonnen und das zählt. Sie werden ja als einer der Top-Favoriten gehandelt. Wie gehen Sie mit dieser Rolle um? Ich denke, Sie nehmen sie eher an. Ja, ich nehme sie natürlich an. Wir schauen vom Spiel zu Spiel. Wir sind einer der Favoriten, aber man darf jetzt nicht Weinheim vergessen, die auch eine sehr gute Mannschaft hat mit Regionalligaspielern in ihren Kadern auch. Heddesheim darf man nicht vergessen, Friedrichsthal darf man nicht abschreiben. Und daher jetzt nur uns in die Favoritenrolle reinzustellen, finde ich auch ein Stück weit schwach, ja, weil den Respekt gegenüber diesen anderen drei Vereinen muss man auch aufbringen. Und man sieht ja auch an den Ergebnissen Woche für Woche, dass immer wieder auch mal eine Überraschung drin ist. Ja? Und daher, wir konzentrieren uns nur auf unsere Aufgabe. Nächste Woche ist ein schweres Spiel gegen Lauda vor der Tür und das wollen wir dann auch so angehen, dass wir dann schlussendlich auch die 3 Punkte haben. Aber es wird auch wieder ein Spiel über Kampf sein und diesen Kampf müssen wir von Anfang an auch annehmen. Herr Artik, ich danke Ihnen vielmals für das Interview und wünsche Ihnen noch viel Erfolg. Ebenso, Dankeschön.